Herr Bürgermeister, tolle Aktion von Plan B und den Gemeinden. Wie gefällt Ihnen diese Aktion? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert insofern, weil die Kinder im frühesten Kindesalter lernen, mit der Mobilität umzugehen, mit der öffentlichen Mobilität umzugehen, dass sie lernen, wie passiert was, wenn etwas passiert. Der Kinder wird es sehr anschaulich und vor allem auf spielerische Weise umgebracht. Und ich täte mir sogar manchmal wünschen, wenn man in den Schulen auch weitere derartige Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen machen könnte, weil man immer wieder feststellt, dass gerade Schüler sich in Gefahr begeben, dann, wenn sie zum Bus drängen, wenn sie im Bus in Situationen ausfordern, die nicht gut sind und die unter Umständen nur Gefahren in sich bergen. Die Veranstaltung fand jetzt heute zum zweiten Mal statt. Sie, also die Gemeinde Haardt, würde auch in Zukunft diese Aktion unterstützen? Auf jeden Fall. Wir täten uns wünschen, nachdem ja jetzt die Kinder 3 Jahre im Kindergarten sind, dass man jedes zweite Jahr diese Aktion durchführt, weil dann haben die Kinder einen gewissen Wiederholungseffekt. Und wie gesagt, ich täte mir sehr gerne wünschen, wenn man manchmal das so in die Schulen weitertragen würde, denn ich beobachte es immer, wenn ich durchs Dorf fahre und unsere Schülerinnen und Schüler an der Haltestelle sehe, wie sie sich manchmal in Gefahrenbereiche begeben und sich dieser Gefahr gerne bewusst sind. Können Sie uns vielleicht noch etwas erzählen, wie ist es zu dieser Aktion eigentlich gekommen? Wie ist die Idee aufgekommen? Die Idee war ganz einfach. Die Kindergarteninspektorin hat festgestellt bei einem Besuch, dass kein einziges Kind aus einem Kindergarten mit dem Bus gefahren ist. Nachdem wir alle wissen, dass die Ölpreissituation sich derart gestaltet, dass man mittlerweile, und das sieht auch der Herr Josef Fessler, das ist der Betriebsleiter hier von den ÖBB-Bussen, überschwemmt werden von Fahrgästen, die natürlich sagen, jetzt nehmen wir die öffentlichen Personennahverkehrsangebote gerne an, dann ist es auch wichtig, dass Kinder sich frühzeitig mit diesem Genre auseinandersetzen und sagen, jawohl, und Kinder sind ja genau die, wo die Eltern auch animieren. Über Kinder hat man damals die gesamte Mülltrennung zum Beispiel aufgezogen und das hat wunderbar funktioniert. Und wenn Kinder sagen, Papa, ich möchte gern mit dem Bus einmal fahren, dann tut das der Papa und Mama. Und dann kann man gleichzeitig, dann werden sie auch gleich sagen, Papa, das darf man und das darf man nicht tun. Und ich denke, das wäre eigentlich das Ideale.